Na, da sitzen wir ja schön in der Klemme. Kein Aas kümmert sich um uns. Und Kapp amüsiert sich in Schweden. Ich will nur wissen, wann wir endlich aus diesem Stall hier rauskommen. Puttkammer, Sie waren doch mal beim Gericht. Was haben wir denn zu erwarten? Tja, aus meiner Praxis, meine Herren. Vorbereitung zum Hochverrat. Nein. Todesstrafe oder lebenslängliches Zuchtrecht. Ach, naja, das bezog sich ja natürlich auf die Roten. Aber 5 bis 10 Jahre werden wir schon kriegen. Aufstehen! Aufstehen, habe ich gesagt! Hoher Besuch, der Herr Polizeisenator. Guten Abend, meine Herren. Aber bitte stehen Sie doch bequem. Tja, was soll man denn mit Ihnen machen? Es kann ja passieren, dass man im Überschwang vaterländischer Gefühle mal etwas über die Stränge schlägt. Und wenn Sie mir Ihr Ehrenwort als Offiziere geben, dass so etwas in Zukunft nicht mehr vorkommen wird, dann denke ich, wird man etwas für Sie tun können. Selbstverständlich. 5 bis 10 Jahre, Mensch, keine 5 Tage.